Schraubt eure Bildschirm- oder Smartphone-Helligkeit hoch. In diesem Video könnte es ziemlich dunkel werden. Und das ist gut so, denn Resident Evil bleibt auf dem richtigen, düsteren, nicht Resident Evil 6-artigen Kurs. Ich habe das Remake von Resident Evil 2 angespielt, mich als Leon S. Kennedy durchs zombieverseuchte Polizeipräsidium von Raccoon City gekämpft und dabei hier und da sogar gegruselt. Dabei bin ich natürlich sonst ein komplett angstbefreiter Mensch. Zwei Sachen will ich direkt am Anfang in den Raum werfen. Nummer 1, das Material hier stammt nicht von mir, entspricht aber den Passagen, die ich gespielt habe. Nummer 2, und viel wichtiger, Resident Evil 2 ist ein Remake, das sich an manchen Stellen sehr viele Freiheiten gegenüber dem Original nimmt, um auf der anderen Seite der Essenz der Vorlage gerecht zu werden. Das heißt konkret, dass Hardcore-Fans des Klassikers vielleicht blöd finden, dass die starren Kameraperspektiven von einst passé sind. Stattdessen schaue ich Leon über die Schulter, wie in späteren Serienteilen. Was ich aber umso pfiffiger finde, die Kamera zoomt nämlich so nah heran, dass ich trotzdem nie weiß, was hinter der nächsten Ecke oder hinter meinem Rücken passiert. Und genau darum ging's ja unter anderem bei den starren Einstellungen von damals. Ich habe nie das Gefühl von Kontrolle. Das gilt auch fürs Ballern. Um das grobe Zielen von damals auch mit direkter Steuerung des Fadenkreuzes beizubehalten, muss Leon sehr behutsam und langsam auf Gegner zielen. Ruckartige Bewegungen, beispielsweise bei der Flucht, lassen das Fadenkreuz nämlich dermaßen ausreißen, dass man auch blind ballern könnte. Solche Kniffe findet man im Remake von Resident Evil 2 zuhauf. Wie gesagt, Hardcore-Fans akzeptieren das vielleicht nicht, auf der anderen Seite wurde hier aber viel Aufwand betrieben, die Essenz, nicht das eigentliche Gameplay, sondern die Essenz des Klassikers für 2018 aufzuarbeiten. Aber keine Sorge, an ganz vielen anderen Stellen bleibt Resident Evil 2 Resident Evil 2. Die Story verändert sich nicht, sie setzt nur auf noch filmreifere Inszenierungen. Was man hier im Gameplay kaum sieht, was ich aber aus der Demo bestätigen kann, auch die Rätsel bleiben erhalten. Wer damals schon über Schiebepuzzles, Kombinationsknobeleien und diese Dinger geflucht hat, wo man Tiere und Zeichen so eine korrekte Reihenfolge bringen muss, dass alles aufgeht, ach ja, das ist alles noch genauso wie eh und je. Natürlich kann man nicht über ein Remake sprechen, ohne auf die Grafik einzugehen. Resident Evil 2 spielt zwar nicht in der allerhöchsten Liga, wenn es um Texturqualität und derlei Dinge geht, aber die Umgebungen können technisch wie atmosphärisch trotzdem überzeugen. Das neue Resi 2 zeigt Gore-Effekte ziemlich explizit, Beleuchtungs- und Filtereffekte sorgen außerdem für eine recht dreckige Horrorstimmung. Der erste Eindruck von Resident Evil 2 ist also ziemlich positiv, sofern man sich auf die Grundidee einlässt, die Resi 2 auch damals schon verkaufte. Eine sperrige Survival-Horror-Erfahrung, die sich lang nicht so geschliffen wie mancher Shooter von heute spielt, aber dafür eine unheimlich dichte Atmosphäre verkauft. Da ich selbst nur 20 Minuten spielen konnte, fällt der Eindruck hier ein bisschen kürzer aus und es gibt viele Dinge, die ich noch nicht final einschätzen kann. Release des Spiels ist der 25.01.2019, dann erfahrt ihr mehr darüber, ob die Rechnung des Remakes aufgeht. You're safe. For now. Thanks.